Einen wunderschönen guten Morgen oder auch eher Mittag, würde ich sagen. Bei uns ist es nämlich schon 12:30. Wir sind aber erst vor knapp einer Stunde aufgestanden, mein Schatzi und ich. Und ja, ihr seht es, ich bin noch im Bademantel. Ich habe nämlich bislang schon mal geduscht und meine Haare geföhnt. Einfach ganz normal, so sehen die aus, wenn ich damit nichts gemacht habe und die einfach nur gewaschen und geföhnt habe. Und ja, ich habe Make-up drauf und ja, mein Schatzi macht gerade leckeres Frühstück, deswegen habe ich mich noch nicht weiter geschminkt. Ich wollte jetzt nämlich praktisch erstmal den Anfang drehen für euch und euch kurz so ein bisschen was erzählen zu dem heutigen Vlog. Wir haben heute Sonntag und ja, es ist verkaufsoffener Sonntag. Ein Glück, Frau freut sich, Mann eher weniger, obwohl ich weiß es nicht, ich glaube, er hat auch Lust. Nee, und wir wollen heute auf jeden Fall zu Ikea. Ja, und da wollte ich euch einfach mal ein bisschen mitnehmen. Mal gucken, ob wir noch woanders hinfahren. Denn es haben mehrere Geschäfte auf, an mehreren Orten. Und ja. Oh. Ah. Gesundheit. Danke. So. Und zwar wollte ich euch ganz kurz zeigen, was ich bislang im Gesicht habe. Ganz ehrlich, ich habe Concealer drauf und man sieht es absolut überhaupt nicht. In der Kamera zumindest. Ja, in echt auch nicht. Ja, ich habe angefangen heute mit der Baby More. Mit diesem Cremegel hier. Habe ich mir jetzt erst vor ein paar Tagen gekauft. Und zwar kommt das in so einer Verpackung für knapp 3 Euro, glaube ich, waren das. Und zwar habe ich das gekauft, weil meine Lieblingsfeuchtigkeitspflege von Nivea alle gegangen ist. Ihr seht es, und die gibt es ja nicht mehr. Und ich bin ja totale Fan von solchen Gelcremes. Und ja, deswegen habe ich die jetzt seit einigen Tagen hier. Habe sie jetzt schon, ich glaube, 3-4 Mal ausprobiert. Ich muss sagen, so ist sie klasse. Wie alle Gelcremes zieht sie natürlich sehr schnell ein. Das finde ich ganz cool, wenn man sich halt praktisch direkt danach schminken möchte. Was ich nicht gut finde, ist der Geruch bei der leider. Da finde ich den von Nivea deutlich besser, aber gut. Mal schauen. Ja, anschließend habe ich dann den Term Perfection optischen Sofortzauberer von Balea aufgetragen. Das ist so ein Produkt, was praktisch Fältchen, Poren, Unebenheiten und Glanz sofort behebt. Und das sieht richtig schön aus. Ich benutze das nicht jeden Tag, aber immer, wenn mir dann nochmal so ist oder auch wenn man weggeht. Es macht so ein ebenmäßiges, schönes Hautbild und ja, mag ich super gerne. Kostet bei DM, glaube ich, 5,95 €. Dann habe ich aufgetragen von L'Oreal das Le Teint Perfect Match in der Farbe R3C3. Dieses hier. Finde ich ganz schön, weil es gut deckt, aber sehr leicht auf der Haut ist praktisch. Und das habe ich aufgetragen mit dem Grand Stippling 124 von Zoeva, den ich frisch gewaschen habe und jetzt wieder das erste Mal verwendet habe. Ich liebe diesen Pinsel. Habe ich mir ja bei Douglas gekauft vor Weihnachten. Kostet da 15 Euro und ich muss sagen, ich bereue es absolut nicht. Also ich liebe den seitdem, benutze ihn jeden Tag. Ja, das ist so bislang meine Gesichtsgeschichte, sage ich mal. Und ja, was haben wir heute vor? Wie gesagt, wir wollten ja zu Ikea. Und zwar hat Frau ein Projekt im Kopf. Und zwar haben wir 2 Kleiderschränke im Schlafzimmer. Ich glaube, die werde ich euch einfach mal, ja, werde ich die euch jetzt zeigen oder nach dem Frühstück? Ich glaube, nach dem Frühstück. 2 Kleiderschränke, a 2 Meter, also jeder 2 Meter. Und die wollen wir praktisch zusammenführen zu 3 Meter mit Tür. Logisch. Meine 2 Meter haben nämlich keine Tür, weil ich die alten schon verkauft hatte und eigentlich dafür eine neue Tür haben wollte. Mein Freund hat schon welche. Der hat den von seinen Eltern, den alten Kleiderschrank, damals mitgenommen beim Auszug, weil sie den nicht mehr brauchten. Und ja, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, auszusortieren, weil man so viele Sachen hat, die man wirklich nicht anzieht. Und das dann zu einem zu machen und somit dann 1 Meter weniger im im Schlafzimmer zu haben und dann stattdessen eine Kommode für den Fernseher noch ins Schlafzimmer zu tun, damit das Ganze einfach ein bisschen geräumiger aussieht. Und ja, das Ganze wollen wir uns heute mal so ein bisschen anschauen, preislich. Und bei Ikea einfach mal gucken, vielleicht am PC bei diesem Pax-Planer ein bisschen was ausprobieren. Und ja, einfach mal so ein bisschen stöbern. Mal gucken, wo wir noch so landen, ob es nur Ikea bleibt oder, ne, wissen wir noch nicht. Und ja, mein Schatzi hat jetzt leckeres Frühstück gemacht. Das muss ich mir, glaube ich, mal anschauen. Wir gehen einfach mal hin und gucken mal. Er wird bestimmt nicht gefilmt werden, ist auch noch ein Bademantel wie ich, morgen rufen. Gucken wir doch mal. Alle, die nicht gefilmt werden wollen, verstecken sich jetzt. Bitte jetzt. So. So ein Schätzchen muss man doch mal haben, oder? Wow. So schön gemütlich hat er gemacht.
Mit Kerzen. Oh, schaut mal, die andere ist leer. Die ist kaputt. Die habe ich von Ikea. Mal gucken, vielleicht gibt es die ja noch im Sale oder so von der Weihnachtsware. Ich finde die mega süß. Aber habe natürlich nur ein Packen gekauft. Ja, was gibt's bei uns? Mal einmal kurz im Licht. Oh, hast du aber schön gemacht. Schweigt. Willst du auch guten Morgen sagen? Er lacht nur. Oh, sogar mit Sahne. Aber bei dir, das hätte ich ja nicht gedacht, dass du bei dir auch wieder Sahne machst. Ich habe uns gestern Abend nämlich Kakao gemacht mit Sahne. Ja, ein bisschen geil. Ja. Und wir essen. Oh, sogar gekochte Eier. Oh, süß. Vivi. Vivi. Oh. Habt ihr auch sowas zu Hause? Das ist schon Luxus, wenn man so einen süßen Mann zu Hause hat, ne? Dankeschön. Ja, wir werden uns das jetzt schmecken lassen. Wir haben so gut wie alles, was das Herz begehrt, würde ich mal sagen. Und wir werden uns das jetzt erstmal schmecken lassen. Danach zeige ich euch nochmal kurz die Kleiderschränke. Und dann machen wir uns fertig. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, im Auto oder spätestens dann bei Ikea. Jawohl. So, wir sind fertig mit dem Frühstücken, gesättigt. Und ich fühle mich irgendwie heute mega matschig. Aber ich habe mir jetzt ein bisschen was ins Gesicht gekläustert. Und wir fahren jetzt zu Ikea. Inzwischen ist es auch schon 2:10. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, ein bisschen rumgedödelt irgendwie. Und jetzt wollte ich euch aber noch kurz, bevor wir losfahren, einmal schnell die beiden Kleiderschränke zeigen. Es ist nicht aufgeräumt, aber so ist es nun mal. Das ist die Realität und deswegen zeige ich sie euch einfach trotzdem. Und zwar, hinter mir haben wir jetzt das Bett hinter der Kamera. Und wir haben hier meinen Kleiderschrank. Da steht Schatzi. Jetzt mal winken. Er haut einfach ab. Du bist kamerascheu, ne? Du bist kamerascheu. Gerade weggegangen, was auf dem Bild. Jetzt mal winken können. Keine Antwort. Auf jeden Fall ist das hier mein Kleiderschrank. Ihr seht, 2 Meter, 4 Schubladen habe ich. Unten so ein Korb und oben auch nochmal 2 Regale. Das war das. Und dann, wenn wir hier auf die rechte Seite gucken, abgesehen vom provisorischen Regal von Schatzis Supplements und so, haben wir dann seinen Kleiderschrank. Ihr seht, der ist mit diesen Türen und ja, er hat das halt ganz anders aufgebaut. Da steht noch der Staubsauger und wir wollen jetzt praktisch 3 Meter haben, komplett über die Wand mit diesen weißen Glastüren von Ikea. Die werde ich euch gleich dort zeigen und ja, hier wollen wir dann praktisch eine kleine Kommode haben, wo wir dann Fernseher rauf tun können, weil wie gesagt, hier ist unser Bett und ja, so dass wir dann gemütlich auch aus dem Bett Fernsehen gucken können. Und ja. Jo, jetzt werden wir uns mal anziehen und dann werden wir mal losdüsen. Mal gucken, ob wir es heute überhaupt noch woanders hin schaffen, weil es jetzt schon so spät ist. Weil bei Ikea wollen wir auch noch essen. Aber wir gucken mal. Bibi trinkt gerade noch was, wir sind gerade angekommen. Wir sind jetzt gerade da, wie ihr sehen könnt. Es ist so scheiße kalt. Das sieht man gar nicht, ne? Ich glaube, wir haben minus 5,5 Grad, zeigt Schatz das Auto an. Hallo! Hallo! Und irgendwie, wo haben wir das gesehen? Minus 4 Grad haben wir irgendwo draußen angezeigt. 5,5. Es ist ohne Witz, es ist so scheiße kalt. Und ja, da vorne ist irgendwie, das heißt Knietz-Tannenbaum-Weitwurf oder so, habe ich vorhin im Internet schon gesehen. Vielleicht schätze ich gleich mal den Tannenbaum und gewinnt unseren 1.000 € Kleiderschrank hoch. Spaß. Ich glaube, irgendwas kann man da gewinnen, keine Ahnung. Mach ich so mal ran. Moment. 10 Meter. 10 Meter. Oh, der schafft den dann 10 Meter zu werfen. Seht ihr das? Da. Mal gucken. Es ist so kalt. Es ist so scheiße kalt. Hallo. Wir sind jetzt gerade im Ikea drin. Das ist im Ikea? Im Ikea. Im Ikea Einrichtungshaus bei Ikea. Und sitzen gerade vor diesen PCs, die so sonderbar nicht funktionieren. Warum geht das nicht? Wir sind jetzt hier gerade, wie ihr sehen könnt, will keine Menschen filmen, in der Schrankabteilung. Er lädt hier auch. Ich würde jetzt spaßeshalber mal den Kleiderschrank so zusammenstellen, wie er sein soll. Ja, es tut sich was. Und spätestens nachdem Schatzi den Preis gesehen hat, wird er wahrscheinlich sagen, bist verrückt. Den kaufen wir nicht. Ja. Jesse fühlt sich heute nicht wohl, aber ich finde, er sieht gut aus für immer. Siehst du hier, ne? So, hier ist irgendwie Error. Gehen wir mal rüber. Guck mal, da ist doch sogar schon einer fertig. Warte.
hier rüber. So. So. So, lass mal Frau ran. Ich zeig dir mal. So, wir haben ihn jetzt so zusammengestellt. Schatz, ich bin nicht fertig überrascht und verzweifelt. Frau findet ihn richtig schön. Ja, so haben wir ihn jetzt fertiggestellt. 3 Meter, jeder 1,5 Meter kostet einen Punkt. Sie da. 540 Euro ohne Türen. Ja, ohne Türen. Moment, mit Türen? Mit Türen, jetzt macht er die rauf. Dann vergeht einem nämlich alles. Wir wollen natürlich, oder Frau möchte natürlich die Glastüren, weißen, weißes Glas. Warum auch immer, er macht sie einfach grau, aber sie sind eigentlich hochglanzweiß. Und dann sieht der Preis folgendermaßen aus. 1.264 Euro. So, die Verkäuferin hat uns jetzt mal gezeigt, wie das funktioniert. Wir wollen ja 3 Meter Schrank haben. Es gibt aber keine 2 Schiebetürpaare dafür praktisch. Also man hat jetzt, wie man hier sehen kann, 75 cm Schrank immer. Wo dann, Schatz und ich, jeder... Oh Gott, ich mach das hier schon kaputt. Jeder einen halben Meter, 1,5 Meter hätte. Also, ne? Diese Hälfte und dann halt die andere. Und dann hat man insgesamt 4 Schiebetüren. Ist aber wieder ganz gut, wenn man den dann aufmachen will, kann man den so aufmachen. Also dann kann jeder ran, ohne dass wir eine Tür komplett... Ne? Schatz, sie nickt nur. Ja. Es ist eigentlich schon echt groß. Jetzt sind wir am Überlegen wegen unserem Schlafzimmer, weil das würde halt genau passen. Dann geht die Tür nicht ganz auf. Aber ja, wir sind halt am Überlegen, ob wir das in Kauf nehmen. Ich finde ja diese Schubladen hier ganz cool. Irgendwie. Die sind halt so ganz zu. Ihr habt das ja eben bei meinem gesehen. Da kann man immer so ein Stück reingucken. Die finde ich irgendwie schon ganz nice, muss ich ja sagen. Ist schon schick. Schon heftiger Spaß, mal eine kleine Stärkung. Und zwar habe ich ja Gutscheine bekommen, weil das letzte Mal ein bisschen was schief gelaufen ist. Und ja, das habe ich per Mail dorthin geschickt. Und da haben wir ja Essensgutscheine geschenkt bekommen. Sehr kulant, muss ich sagen. Ja, und jetzt ist für mich einmal Köttböller mit Preiselbeeren, Pommes und Rahmsoße und für Schatzi Rind wie eh und je mit schönem Salat, Pepsi und, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Lemonade. Die sind richtig, richtig lecker. Und da gibt es auch von Schatzi. Ja. Falls ihr die noch nicht getrunken habt, kann ich nur empfehlen. Und das lassen wir uns jetzt schmecken.